machen jetzt. Nee, kein Smash-Tour. Die dauert zu lange für den Part. Nochmal normalen Smash. Ein Special Smash. Haben wir noch gar nicht gemacht. Stimmt. So, wir könnten hier auf KP einstellen. Sehr schön. Größe normal. Blume oder Hase kann man weglassen. Oh, hier kann man mal mehr einstellen. Der Schweif könnte mit rein. Schwebt dank Schweif durch die Luft. Raketengurt. Screw Attack. Okay. Stimmt, das ist so ein Donner um dich herum kommt. Oder das Rückenschild. Ne, wir nehmen den Raketengurt, weil ist geiler. Curry, das könnte Ewigkeiten dauern, damit fertig zu werden. Gravitation aus, Tempo normal, Kamera schräg über der Stage. Oh, das müssen wir mal ausprobieren. Siege! Nehmen wir gleich mal den Mi. Dann hier kommen, dann kommen, dort kommen. Erstmal alle Level 3 zum wieder reinspielen sozusagen. Und zu fallen! Letzte Station! Raketengott sieht so geil aus. Der passt sogar richtig zu dem Mech-Suit. Hier, und ich mache jetzt. Ich mache den Angriff hier. Erstmal aufladen. Zack. Dann. Sehr schön, genau den wollte ich natürlich voll vermisst. Der ist doch recht hilfreich. In manchen Situationen. Hier mache ich den. Den hatte ich schon. Hier kontre ich. Genau. Oder auch nicht, je nachdem. Warte, und dann noch normal, ne? Das ist der Schwerthieb. Mann, da fehlt mir jetzt aber noch der, der auch ganz geil war. Habe ich jetzt vergessen, wie er heißt. Wo man sich so nach vorne rollt. Bam, erster Tod geschossen. Meta Knight, geh mal weg. Bam, den zweiten Tod geworfen. Meta Knight, komm mal her. Fußball! Nicht getroffen. Oh, Mann, zack. Boom, bang. You have no Mightier. Egal. Ich bin Bass. Lightyear! Hat sich zumindest gereimt. Reim dich oder ich fress dich. Alter, wie die einfach mal eiskalt wegfliegen. Auch im Tode werden sie nicht in Ruhe gelassen. So, mal ein bisschen Magie für den lieben Meta Knight. Doing. Ende. Oh yeah. Nennt mich einfach Harry Potter mit dem dicken langen Schwert. Me! It's a me! It's a sie! Und nur 14 Belohnung. Gut, die waren nur Level 3. Aber okay, es speichert also doch die Angriffe. Nicht so, wie ich gedacht hatte, dass es irgendwie abgefuckt komisch ist. Aber ich will trotzdem andere rein haben. Die waren zwar ganz cool, aber gerade dieser Schwerthieb nach vorne, da fand ich die Drehung, wo ich. Weil jetzt habe ich immer selbst getötet. Nee, dann lassen wir es lieber so. Verdammt, jetzt bin ich zwei zurückgegangen. Dann jetzt nochmal einen normalen Smash mit einem alten Bekannten, lange nicht mehr genutzt. Marv! The Mafiosi! Die Farbe kann ich von dem her nicht ändern. Dr. Mario! Genau, den haben wir noch gar nicht gespielt. Holen wir mal wieder ein paar neue aus. Schnell Level 5 gehen. Der ebenfalls. Nicht vergessen, den Namen reinzumachen. Oh, jetzt spielen wir mit gegen Mafioso. Okay. Können wir auch mal machen. Auf ins Kolosseum! Mit Pac-Man. Kraftpille. Greift den Gegner die Kraftpille an, wird der. Ich war nicht fertig. So, heute schon, ne? An apple a day keeps the doctor away. Ihr habt alle eure Äpfel nicht gegessen, deswegen bin ich jetzt hier. Ihr alle, einschließlich dir, Marv. Oh, what? Okay, du hast deinen Apfel. Ich bleib fern von dir. So, wäre jetzt geil, wenn ich Marv schon einmal rausholen würde. Was? Boah, der Typ ist ja mal mies. Alles gedreht. Was weiß ich, wie lange der noch da ist? Egal, Marv hat sich selbst umgebracht. Easy peasy und alles ist wieder normal. Habe ich doch die Zeit gut überlebt. Booyah! Verdammt, der hat ja noch gar nicht so viel Prozente. Was kann der eigentlich noch, außer... Okay, er kann nach oben schlagen. Und er kann eine geile Drehung. Boing, flutsch! Aua. Aber trotzdem wird er wahrscheinlich nicht mein liebster Charakter, obwohl er sich doch recht flüssig spielen lässt. Aber Mafioso macht mich halt eben trotzdem immer noch platt.
hat er ja auch bei Marv gemacht, ne? Bei Marv gegen Marv hatte der ja durchaus nicht gerade schlechte Chancen. Dankeschön. Und tschüssi. Ey, wenn ich sage tschüss, dann gehst du gefaced auf. Oh, da, ich dachte, ich wäre weggeflogen. Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Seht ihr, selbst mein Gehirn stellt sich darauf ein, nicht auf Dr. Mario zu gucken. Also, das ist immer eine ganz schlechte Voraussetzung bei solchen Spielen. Nein! Komm schon, Mafioso! Wir müssen ihn stoppen! Notfalls unter Einsatz meines Lebens. Es hat trotzdem nichts gebracht. Mann, seid ihr schlecht. Der kann auf der anderen Seite wieder reinkommen! Wie episch ist das denn? Alter, der hatte gerade diese 7500 Punkte, nach denen ich vorhin gegangen bin. Oder auf die ich vorhin gegangen bin. Nein! Nicht wieder ich! Tschüssi! Biatsch! Mann, Mafioso, das ist meins! Das Bowser, das andere! So, meine Freunde, kick ich euch mal tot. Neues Level. Schön für ihn, hat er mich gleich mal mit rausgehauen. Und Pac-Man hat noch am meisten. Muss ich gleich mal ändern, indem ich auf Bowser und Mafioso schlage. Ja, fuck Logic, Mann. Alter, ist Pac-Man das Ding auch noch. Und macht da nichts, außer mich schlagen. Okay, ich bleib sogar auf der gleichen Höhe bei dem Tornado. Das ist sehr gut zu wissen. Da geht Mafioso extra nur auf mich. Links und rechts stehen Gegner, die interessieren den nicht. Hauptsache, der Meister wird platt gemacht, wa? Der weiß, von wem hier die Gefahr ausgeht. Mein Jetpack. Oh, okay, das hat er nice getroffen. Respekt dafür. Boah, jetzt hat der Meister auch noch eingesammelt. Komm zurück, Mafioso! Ich weiß auch, von wem die Gefahr ausgeht. Egal. Wie konnte ich jetzt schweben? Ah, einfach festhalten. Geht klar. Das ist mal geil zu wissen. Wenn man so weiß, was die ganzen Sachen machen, dann kann man sie auch mal benutzen. Hier, guck mal, willst du eine Pille? Willst du auch eine Pille? Ja, ist eine bittere Pille, ich weiß. Geil. Da hat sich der Kampf doch schon gelohnt, wenn wir ein Musikstück bekommen haben. So, Mafioso hat nur noch eins, Pac-Man hat noch zwei. Müssen wir gleich mal ändern. Indem wir Mafioso abschießen. Geilste Logik, wie immer. Fuck, man kann sich mit dem Ding ja... Boom. Der lernt blocken. Ich glaub's hackt. Der ist einfach mal eiskalt besser als ich. Das ist also zumindest gewandter, was solche Dinge angeht. Mafioso. Mafioso. Du schaffst das. Alter, da kam das dicke Schwert raus. So muss das. Wenn man mal jemandem beweisen will, dass man besser ist, holt man am besten gleich das richtig harte Schwert raus. Und firing my laser. Alter, der Mafioso. Morph. Not bad. Ich habe nur zwei Kills gemacht und der sieben. Ich glaube, ich sollte mich langsam so auf ein, zwei Charaktere festlegen. Oh, warte mal. Schön, schön, schön. Weil, oder zumindest langsam herausfinden, was meine guten Charaktere sind. Weil ansonsten werde ich einfach noch bis zu Ende gebasht. Aber wir müssen die restlichen noch ausprobieren. Das heißt jetzt die Wii Fit Trainerin. Und ich werde mal ganz kurz was umstellen. Und genau, dieses Siegel werde ich umstellen. Und zwar auf Zeit. Und zwar 3 Minuten. Dann merkt man ja meistens schon, ob man so affin für den Typen ist oder nicht. Oder die Typin halt in diesem Fall. Zufall. Oh, großes Schlachtfeld waren wir ja noch gar nicht. Ein Trick mit dem Goldenen Hammer. Durch wiederholtes Drücken des Sprungknopfes kannst du mit dem Goldenen Hammer wie im ursprünglichen irgendwas. Verdammt. So, wie Fit-Trainerin. Und jetzt bitte stretchen. Oh, ja, mein Gott, ich bin so fabulous. Das waren die Kniebeuge, die habe ich immer gehasst. Oh, der Baum. Okay. Alter, man kann die Gegner in den Boden rammen. Die haben nice. Fußball spielen, das gab es im Spiel aber nicht. Das kann ich sagen. Zumindest denen, die ich gespielt hatte, nicht. Oh, oh, oh. Da ist der Besen ja einfach mal verrückt geworden, ne? Tanzen gab es auch nicht, sonst hätte ich das die ganze Zeit gemacht. Kick! Falcon Kick sozusagen. Von der Wii Fit Trainerin. Oh, und Stretchen gibt's auch noch. Bauchmuskeln sind trainiert. Wie schön. Und losschießen natürlich.
Natürlich, warum nicht? Und die kann noch irgendwas anderes. Kniebeuge. Auch gut. Die ist auf jeden Fall ziemlich abgefuckt. Ich meine, okay, es ist eine Wii-Fit-Trainerin. Was sollte die anders sein als abgefuckt? Jetzt mal ernsthaft. Und so langsam sollte ich mal anfangen, auch wirklich ein paar Kills zu machen. Ich werde nicht schon wieder hinter meinem Mafioso hinterher. Gut, aber nur weil es abgefuckt ist, finde ich jetzt nicht zwangsweise gut, was die so kann. Ah, da war die nächste Beuge. Ich finde es vor allen Dingen ein bisschen sinnlos. Boing. Boing flutsch. So manche Attacken, da denken sie sich echt, what the fuck is going on? Aber, Alter, der Special-Angriff von der muss ja richtig special sein. Jedes Mal kriegt der Mafioso. Jedes Mal, wenn der hier drin ist, wird Mafiosi den kriegen. Wie schade, dass man sich dabei nicht mehr selber töten kann. Pique Fanda, ja, 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 komm. Aufschlag! Verdammt. Ich weiß nicht mal genau, welchen Knopf der es macht. Egal. Ich bin schwanger! Das ist der Schwangerschaftsangriff, genau. Mein Baby, die Lichtkugel der Zerstörung. Was ist denn das hier? Ah, das ist eins von Firing My Lasers. Geil. So, Scheiße, jetzt kontert der mich auch noch aus. Friss das. Fressen, nicht ausweichen. Boah, so, Mafioso. Tut mir leid für dich. Boah, da war ich der. Boah. Junge, Fußball ins Gesicht. Ich pfeif dich gleich zu Tode. Und schon, ich brauche noch Punkte. Wisst ihr, wie lange jetzt keiner mehr gestorben ist? Und da bin ich eingefroren. Na, Siggi. Wieso immer ich? Nee, okay, das war's. So, erstmal schön stretchen. Ja. Genial. Ja, Mafioso. Wer denn auch sonst? Also, ich habe mein Amiibo zu gut trainiert. Ich bin Letzter. Ich habe keinen Kill gemacht. Fuck. Okay, also ist die damit eindeutig auch nix für mich? Wer bleibt denn jetzt noch übrig? Palutena hatte ich schon, Zeros und Samus, und Samus müsste ich noch ausprobieren. Die waren so an sich bei Brawl auch noch mit drin. Bewohner hatte ich schon. Pac-Man! Ja, der Pac-Man! Wie hätte ich ihn vergessen können? Schlachtfeld, auf geht's! Die Krabbelmine. Eine aktivierte Krabbelmine kann man nicht wieder aufheben. Es dauert zwar, bis sie explodiert, passt aber trotzdem auf, dass du nicht reintrittst. Ah, so Pac-Man. Was hast du drauf? Du kannst dich selber töten. Das kann ich sehr gut. Ja. Erstmal Mafioso platt machen. Das ist eigentlich die beste Idee. Die beste Idee des heutigen Tages. Solange Mafioso nicht in den eigenen Reihen mitkämpft, immer Mafioso platt machen und sich dabei nicht selber platt machen. Immer die oberste Regel. So. An sich ist Pac-Man ganz cool. Der ist zwar ein absoluter Nahkampfkämpfer. So wie wir alle hier voll die Prozente haben. Aber nichtsdestotrotz finde ich ihn ganz cool. So. Mann, ich wollte eigentlich mal auf Yodo damit treffen. Aber der blockt jedes Mal. Okay, das war gerade der Griff. Der Griff geht weiter als die meisten Angriffe. Gut zu wissen. Mein Ding. Das wird mir ordentlich helfen. Ja, ich bin so einer, der kann meistens nur mit Items gewinnen. Ich wollte die immer noch... Nein, ich bin Erster. Nicht gut. Stirb mit mir. Aua. Kann man das Ding eigentlich abblocken? Das wäre mal interessant zu wissen, ne? Wäre zumindest geil. Weil bei Mario Kart kann man ja nicht blocken. Das heißt, ne, eigentlich müsste es Mario wissen. Wie kann man das abblocken? Sag's mir, Mario. Boing. Tot. Ich wäre fast hinterhergesprungen, nur um nochmal anzugreifen, um doch noch einen Kill zu bekommen. Alter, wie geil! Wie geil der Angriff ist! I'm gonna eat you, Beecher! So, ja, Kirby macht das, was er am besten kann. Punkte auffressen. Oh, oh, und am besten das Ding bekommen. Wehe, Mafioso bekommt das schon wieder, Alter, ich sag's euch. Da komm schon, gib's mir! Nein, schon wieder Mafioso!
Okay, Mario, das ist deine Chance, das Ding zu holen. Tu was. Tu was Gutes damit. Nicht mich töten. Das ist nicht gut. Das ist die Definition von absolut Katjes. Ja, Mann. Ich frage mich, ob ich mit einem halbwegs guten Charakter gegen Mafioso gewinnen könnte. Ach man. Ach man, jetzt nochmal. Nein, nicht da unten. Ich glaube, Mafioso ist auch noch nicht einmal gestorben bis jetzt. Doch, warte, der hat nur 66% Schaden. Einmal muss er weg sein. Oh, ich hasse den Wind. Ich werde wieder so eiskalt verlieren. So, endlich mal ein Kill. Ich fange viel zu spät damit an, aber es ist mir jetzt auch egal. Marv war verwirrt. Erstmal trotzdem weiter draufkloppen. Warum sollte man auch Vorteile aus des Gegners Nachteil ziehen? Yay. Und nochmal freuen. Schönes Castle errichtet. Ich dachte schon, es hat ein Death. Aber nein, Mafioso gewinnt man wieder. Mit 5 Punkten Vorsprung. Eiskalt. Gut, und der Part geht wahrscheinlich schon etwas länger. Nichtsdestotrotz. Das muss jetzt noch sein. Wie nehme ich ihn da mal? Ich könnte Schalk nehmen, aber ich immer noch nicht wieder komplett funktioniert. Marv gegen Marv hat man schon mal. Ake wäre auch eine Möglichkeit. Und ich probiere einfach da rein. Und dann schauen wir mal, ob ich gegen Marv momentan noch eine Chance habe. Auf Level 45. Da muss man sich immer mit, ne, im Kopf behalten. Level 45. Erstmal Donner aufladen. Gute Idee, vor allem wenn es nicht klappt. Und erst einen Schaden kassieren. So wie es aussieht, ist der eindeutig schneller als ich. Alter, der ist echt geübt. Der hat einen Tag trainiert und hat mich so hart überholt. Der Amiibo levelt zu schnell. Ich will mich beschweren. Scheiß Nintendo. Viel zu schnell. Guck mal, was ich hier gefangen habe. In your face. Verdammt, da kommt der echt noch hoch. Alter, ich glaube, sagt wohl. Schlappsackt bei ihm, wie er sich wagen kann, hier hochzukommen. Und mein Donner ist ihn nicht treffen lassen. So, Arcus. 117%. Warum nicht? Und meine Bücher sind kaputt. 1-0 für ihn. Das Gute ist, man kann hier echt leicht Überblick behalten. Perfekt. Komm schon. Flieg und Sieg! Marinade! Von mir aus gewinne ich halt mit Items. Hauptsache, ich schaff's. Ach, da geht der dann wieder weg. Von mir aus. Machst du, kriegst mich eh nicht. Sag ich doch. Ich bin jetzt fast schon ganzes Leben hinten. Alter, das... What the fuck? Ich weiß zwar, dass ich mit Darae noch nicht so gut bin, aber so abgewürgt Katjes dachte ich eigentlich nicht. Was zur Hölle habe ich da gerade in die Himmel geschossen, Junge? Mein Gott. Was mache ich falsch, außer Kacke spielen? Das weiß ich selber. Da blockt er meinen Angriff. Boah, ich glaube, es hat. Aber das Geile ist, ich habe endlich einen richtig geilen Gegner, an dem ich mich selbst trainieren kann. Also sonst musste ich immer auf Freunde warten, weil Computergegner, naja, waren halt nicht so... Oh, fuck it! Nicht so das Problem. Yay, hat sich einmal selbst getötet. Ich habe mich selbst verlangsamt. Wow. Der ist sogar schneller als ich, wenn ich eher zuschlage. Au. Ja, sonst muss ich halt eben auch auf Freunde warten, hoffen, dass sie irgendwie stärker sind. Jetzt habe ich mein Amiibo. Und kann hoffen, dass der besser ist als ich. Beziehungsweise weiß, dass der besser ist als ich. Und kann versuchen, das zu verändern. Oh, jetzt will ich wenigstens mal, dass ich das Ding kriege und nicht Mafioso. Man geht ja damit kaum nach oben. Oh nein, da habe ich mich gerade damit selbst umgebracht. Sehr schön, aber er auch. Bitte Kyogre. Ja, das geht auch noch. Hauptsache legendär. Ich glaube auch die Rate für Legendäre wurde in dem Spiel um einiges erhöht. Och nein, oh nein, nicht nochmal. Nein. Oh mein Gott. So. Ja, dann.
War es das wohl? Habe ich eindeutig verloren mit Darain. Freu dich, Junge, freu dich. Ich spiele nie wieder mit dir. Level up, Ah, scheiße. Auf Level 9 waren wir ungefähr gleich auf. So, ich muss es jetzt nochmal probieren. Ich muss es einfach probieren. Lara de Burg, wie passend. Klassisch ein Team bilden. Ja, ja, ja. Das. Ich kann nicht mit dem zusammenspielen, solange ich schlechter bin als er. Das setze ich mir jetzt so als have to. Ich weiß nicht mal, wo Blocken ist. Okay, jetzt schon. Aber trotzdem, der hat das so perfekt raus. Ich bin fast schon stolz auf ihn, dass ich mal sein Meister war. So, mehr oder minder. Jetzt hat der das Ding auch noch bekommen. Alter, das, da hat er keine Chance gegen den auf der kleinen Stage. So, habe ich ihn getroffen, wa? Sein komisches Ding da. Man kann ja nicht, der ist ja Gott unverwundbar. Und 1-0 für ihn, wie soll das anders sein? Mit 50%. Alter. Not bad. Also beim besten Willen, not bad. So. Der da! Fire! Nee. Keine Ahnung, was das ist, aber ich find's geil. Aua. Oh, ja, das Ding, das kann vielleicht auch mal ein bisschen was treffen. Jetzt hat er es in der Luft gefangen. Aber Junge! Geh mir aus den Augen und verschwinde nicht so. Oh, ich werde noch einiges zu tun haben, bis ich es wieder mal mit dem aufnehmen kann. So, was macht das Huhn eigentlich? Friss das Huhn. Oh, what the fuck? Huhnangriff! Wie böse! So, der hat 170% und will einfach nicht rausfliegen. So, vielleicht komme ich auch mal dazu, irgendwann zu sagen, Firing my lasers. Ich eigentlich müsste das Ding jetzt rausfliegen. Yo. I firing my lasers, but I don't hit him. How bad? Nicht du schon wieder. Nicht dieses Mal. Eigentlich kann man sich nicht mehr selber töten. Boah, ich hätte treffen müssen, aber ich dachte mir, der steht jetzt eh gleich vor mir. Wo konnte ja nicht ahnen, dass er so schnell reagiert. Okay, ich konnte es schon ahnen. Nach dem, was er hier die ganze Zeit macht. Und zwar ziemlich schnell reagieren die ganze Zeit. Er hat... What the fuck? Ich war mir sicher, dass er draußen war. Okay. Ich dachte mir, der wirft seinen Pokéball weg, nach unten, wo er niemand treffen kann. Da wird er auch selber aufgegeben haben. Aber scheinbar nicht. Komm schon, einen Kill will ich noch. Ich will jetzt knapp hinter ihm sein. Sehr schön. Ich weiß, dass er jetzt noch zwei vor mir ist. Wenn nicht sogar mehr. Mann, ich lieg wieder am Boden. Ey, Marv hat gewonnen. Was für ein Wunder. Ah, shit. Neuer Level 47. Der wird auch noch immer stärker. Ein Kill ist er vorne. Oh nein. Hätte ich mit dem Super Smash getroffen. Oh, neuer Gegner. Wario. Das muss jetzt leider in den wahrscheinlich eh schon viel zu langen Part noch mit rein. Ach, die Stage gehört zu Wario. Na, mal gut zu wissen, ne? Ey, könntest du bitte schneller angreifen? Ich sage, sollst du schnell angreifen? Dankeschön, mein Freund. Ich hatte gerade ein Duell mit einem ziemlich harten Amiibo. Oh, oh, nicht da reingehen. Sonst wird mich das böse Ding töten. Da wirst du doch wohl kein Problem mehr für mich sein. Alter, willst du mich verarschen? Dass du hier jetzt gerade... Wieso verliere ich gegen die Typen? Wir sind eigentlich die Schwächsten der Schwachen. Ich habe wahrscheinlich heute schon zu viel gespielt. So nach dem Motto, ja, irgendwann ist halt einfach Schluss aus und Ende vorbei. Oh. So nicht, mein Freundchen. Ich habe gerade auf den Hintergrund geachtet. Und dein Motorrad wirfst du mir jetzt ja nicht an die Fresse, ne? Alter.
Wir haben so viel Prozente. Also ein Schlag könnte alles beenden. Ja, ich weiß, er hat gerade ein Smash probiert. Das war gerade ein Stückchen knapp. Oh, eine Katze. Wie süß. Ich muss mich auf die Katze konzentrieren. Ging gerade nicht anders. Oh, jetzt ist aber noch mein Angriff reingesprungen. Nein. Oh, oh, nein. Warum hat das okay gesagt? Jetzt bin ich tot. Alter, er stand da drin und nichts ist passiert. Ich stehe da drin und ich werde getötet. So, was ich jetzt nochmal beenden muss. Erstmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotz der viel zu vielen Fails gefallen. Bis zum nächsten Mal. Adios, amigos. Auf Wiedersehen.